So, traumhaften guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wonder Park 3 und hier sitzt der Tizzy. Ja. Hallo, liebe. Du hast dich verschluckt. Sehr gut. Ja, perfekt. Fängt schon mal super an. Schau mal, die rennen immer noch hintereinander her. Was ist denn hier los? Ja, hopp, alle rein, die wollen alle rein. Alle rein da. War das schon Junges? War das schon Fohlen? Hallo? Verkaufen. Klack, alle weg. Oh je. So, und der Handwerker repariert in strömenden Regen den Zaun. Das finde ich gut. So, guck mal her. Ui, jetzt sind wir ganz. Mit dem Bauarbeiter Horst. Der Horst? So, was wollen wir denn in dieser Folge machen? Stopp. Ist das? Nein, wo ist der Horst? Der Horst, der steht da, ja. Machen wir gleich. Wenn du sagst, dass der Handarbeiter Horst. Horst. Dann ist hier der Horst. Der gute Horst. Und ich hab's verkackt. Wieso? Doch. Jetzt dann. Horst hat jetzt auch ein Inter bekommen. In dem Gehege müssen wir auch noch was machen. Ja, müssen wir auch noch. Aber. Ich glaube, heute machen wir mal was anderes, oder? Mal was anderes angucken. Mal was anderes angucken? Boah, das sind Babywölfe. Zu viel Artgenossen. Deshalb. Babywölfe. So, einmal hier geklickt. Amerikanische Pferde. Beate. Nein. Strauße. Strauße. Ja, wir sollten vielleicht auch mal langsam anfangen zu. Klick. Strauß 317? Warum denn? Schnipp, schnapp und so. Ja, gut. Sven. Ja, was haben wir denn noch hier? Wir haben ja Wildkaninchen. Die haben wir, glaube ich, alle soweit, richtig? Ja, richtig, die haben richtig, wir, glaube ich. Sehr gut. So, Flamingos. Klick. Le Flamingo. Le Feldhase. Gut. Le Feldhase. Okay. Oh, was ist denn hier los? Warum geht's uns nicht so gut? Warum spreche ich wie ein Französ? Ich weiß nicht. Was ist hier? Ach, unser Kätzchen. Der Felix. Der Felix. Und warum geht's dem Felix? Mehr Fisch bitte. Ich bin durstig. Ich will über den Hintern springen. Ich bin ganz scharf auf rohes Fleisch. Weil gar kein Fisch da ist. Doch, da hinten. Da kommt er nur nicht hin. Aber los. Gleich. So, jetzt da. Kommt er hin. Flacht das doch mal ein bisschen da ab, das Gelände. Hier an der Seite? Ja, weil der kann ja nicht die Klippen runterrennen. Runter schon, aber hoch wahrscheinlich nicht. Oder mach's hier hoch. Ich zeig da mal auf dem Bildschirm. Hier? Ja. Und was hättest du hier gerne? Einfach ein bisschen flacher, dass er da durchlaufen kann. Okay, das heißt, wir runden ab. Rund. Ich mag die Form rund. Ist viel schöner als eckig. Gut, das heißt, wir hätten das jetzt auch geklärt. Ja, deine Vorliebe für. Ich hab heute Kopfweh. Du hast halt Kopfschmerzen. Das ist voll gemein. Ja. Aber kennt ihr das? Kopfschmerzen? Ja, bestimmt. Ja, manche kennen das nicht. Ich habe schon mit Menschen gesprochen, ein Arbeitskollege von mir, der noch nie in seinem Leben Kopfschmerzen hat. Der lügt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ja, mir fällt das. Hast du gerade alle Babyschweine verkauft? Ja. Du Schwein. Nein, eben nicht. Boah, das sind keine Schweine mehr. Ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, wenn man nie Kopfschmerzen hat. Nein, also das kann ich mir echt nicht vorstellen. Dass er hat gesagt, er kennt das nicht. Er weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man Kopfschmerzen hat. Oh, hier Beate möchte ein Trainingsgerät ausprobieren. Da sind genügend Trainingsgeräte da. Ja, aber sie wartet auf den Trainer und der Trainer ist hier beschäftigt, oder? Ja. Bist du der Trainer? Nein, du bist hier der Nachfüller. Der Futterknecht. Der Futterknecht? Im Wasser. Schwimmt da gerade. Ah, okay. Aber der war hier auch nur so blöd rumgestanden. Was ist denn los mit dir? Du hast ja nicht mal einen Namen. Auslastung 0%. Nichts tun oder was? Wie heißt er denn, unser Nichtstuer? Jetzt können wir eigentlich nur daneben liegen. Bärbel! Nein, wir sind ein Mann. Ja, ich habe eben Bärbel gesagt, weil ich glaube nicht, dass einer unserer Zuschauer Bärbel heißt. Aber falls du jetzt Bärbel heißt, sorry. Jetzt darfst du dich ein zweites Mal. Ja, Blub. Weißt du was? Einfach ein Doppelnamen. Wenn jetzt einer so heißt da draußen, dann ist mir das auch egal. Waldemar Dieter. Oder Dieter Waldemar, das kannst du dir auch sagen. Und wenn da draußen jetzt der Waldemar Dieter vom PC, Tablet etc. sitzt und hier das sieht und jetzt sich denkt, du Arsch, Pech gehabt, du tust mir leid. So, nein, erstmal vielen Dank, dass du zuschaust. So, dann gucken wir mal. So, wir hatten noch, der Wasserfall ist so schön. Ja, das hast du richtig toll hingekriegt.
Guck doch mal zu den Wölfen, die sind ja in der letzten Folge dazugekommen. Genau. Wollen wir uns in den Käfig des nicht Löwen, sondern Wolfes bewagen? Wag dich in den Wolf. Wo ist das Wolfsrudel? Da ist das Wolfsrudel. Ui. Ich finde die schon richtig schön. Ja. Gefallen mir richtig die sind gut. Schön an mir. Auch so von den kompletten Bewegungen. Ist einfach super. Gefällt mir sehr, sehr gut. Geist. Wir sollten vielleicht einen Welpen mal behalten. Okay. Also beim nächsten Wurf behalten wir mal einen Welpen. Schau mal hier auf den schönen Berg. Den schönen Berg. Ja, der Berg. Hallo, wenn wir schon bei Game of Thrones sind. Dann ja, und wir machen heute auch weiter mit dem. Ja, tun wir das. Und einen kleinen Zuschauerwunsch. Ich gucke mal. Und zwar werden wir heute Löwen hinzufügen, glaube ich. Das heißt, wir kommen von den Starks zu den Lannister? Von den Starks zu den Lannister. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn die Gehege nebeneinander sind. Dann können die sich schön bekriegen. Gut, aber dann muss... ja. Was? Das Problem ist dann... Ja, sind es am Ende mehr? Ne, wobei mittlerweile. Nicht spoilern! Nein, niemals. Würde ich nie tun. Würde er nie tun. Naja, mittlerweile muss man echt sagen, ist es wirklich so, dass es sehr ausgeglichen ist mit den Verlusten. Das stimmt. So langsam. Was wollen wir denn? Ich guck gerade. Ziegelsteinmauer? Die ist aber so riesengroß. Das ist für Löwen, glaube ich. Ja, aber die ist. Elektrobande. Nein. So, tü-tü-tü. Was hältst du von der Plexiglaswand? Ich finde die schön. Echt jetzt? Ja. Für Löwen? Ja. Dann kannst du wenigstens alles sehen. Und die Löwen können dich sehen. Dum-dum-dum. Ja, wegen mir. Ja? Gut, bin ich mit einverstanden. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Weg durch. Also führen wir hier unseren Weg weiter. Okay. Und machen hier dann sozusagen in diese untere Ecke unser Löwenkelch. Deal? Deal? Deal oder Odeal? Können wir machen. Sehr schön, freut mich. Schau mal, findest du es okay? Für die Löwen? Das ist auf jeden Fall hoch genug. Ja, das geht schon. Das geht schon. Das gut. Kriegen wir hin. Sehr schön. So, möchtest du unseren netten Nein, Zuschauer grüßen, darfst. Der das... Du darfst es gerne tun. Okay. Ich bin ja heute wieder an der Maus und dementsprechend... ja, darfst du gerne sozusagen den Teil übernehmen. Okay, also ich gucke hier gerade im Handy. Ganz liebe Grüße an den lieben Tarek. 2004. Liebe Tarek. Mhm. Der hat uns geschrieben, er möchte ein Löwengehege. Und zwar, ein Löwe soll Tarek heißen, also sein Name. Den anderen, boah, einen Simba, einen Nala und eine Layla. Layla, Nala und Simba. Und Tarek, okay. Genau. 2-2. Ja, das ist doch schon mal super. Dann schauen wir einfach mal. Wir haben schon lange nicht mehr uns hier den Teil, also hier durchgelesen. Du weißt schon, wir hatten irgendwie am Anfang auch mal hier sozusagen. Tizzy hat was gelernt. Tizzy hat was gelernt. Genau. Nee, lieber Tarek, wir werden deinen Wunsch sehr, sehr gerne erfüllen. Wir hoffen, du hast nichts dagegen, wenn wir vielleicht noch 2 Löwen hinzufügen aus dem Universum von George R.R. Martin. Ja, genau. hier, perfekt. Herdengröße 4 bis 12. Das heißt, wir haben da definitiv genug Möglichkeiten. Ich habe auch schon mal ein größeres Gehege angelegt. Perfekt. Und aber ich würde nicht zu viele machen. Ich würde vielleicht 2 mehr machen, weil dann können wir vielleicht... Babys. Ja, erstens mal Baby. Partnerpflege, 1 Stunde am Tag. Wann hat sich das letzte Mal deine Freundin 1 Stunde um dich gekümmert? Warte, ich überlege. Pro Tag. Das heißt, das sind 7 Stunden in der Woche. Weil Löwen sind sehr soziale Tiere. Ich habe ja nicht. Meine Freundin kann sich nicht 1 Stunde lang um mich kümmern. Ich habe ja keine Zeit. Ich bin ja nicht zu Hause. Und wenn ich zu Hause bin, muss ich aufnehmen. Verständlich. So, was haben wir hier noch? Geparden, Leoparden, bengalische Tiger. Säbelzahntiger, Puma, Jaguar, Eisbären? Nein, nicht so ganz die Gattung. Okay. Wir bleiben beim Löwen. Wir bleiben beim Löwen, definitiv. Okay. Das heißt, ich würde mal hier auf Pause drücken. Drück mal auf Pause. Das heißt, wir haben hier einmal 2 Löwen Männchen. Auf jeden Fall. Machen wir 3 Männchen, ja, wobei. Meinst du, naja, das Problem ist, deine Boxen knattern wieder. Knatterrad. Knatterradat. Hört man nichts. Alles gut. Okay. Löwen haben ja eigentlich... Ich würde trotzdem nochmal 2
zwei andere nehmen. Einfach weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder auf den Knopf klicken mit alle Babys verkaufen und dann sind sie weg. Egal wie alt sie sind. Nein. Ich meine vier Weibchen und zwei Männchen. Weil eigentlich haben Löwen ja nicht so viele Männchen. Das meinte ich damit. Nee, lass uns so machen. Ich habe da schon so eine... Nur mal ganz kurz angedeutet. Wenn wir jetzt einen Tiger und einen Löwen kreuzen würden. Ein Liger. Genau, dann kommt ja ein Liger eigentlich raus. Ob es hier sowas auch gibt? Und das Tier gibt's. Also ist jetzt nicht ausgedacht. Ja, der Eiche erzählt ja schon wieder so Müll. Liger, klar, natürlich. Machst du jetzt mit deinem Handy? Ha? Geht dich im Schrott. Oh, Leute, kennt ihr das? Ihr sitzt mit euren Kumpels irgendwo, trinkt was, unterhaltet euch und einer hängt die ganze Zeit am Handy. Tu das Ding weg. Nein, ich muss noch was nachschauen. Hier für jetzt gleich. Ach so, okay. Dann haben wir jetzt einfach Standbild und gucken. Warte mal. Nein. Ich nehme mal die Maus und klicke einfach dumm rum, damit es so aussieht, als würden wir noch was machen. Nein, du warst gerade dabei zu erklären, hier von wegen Liga. Ja, dass wir vielleicht Tiger und Löwen und sowas vielleicht auch mal mischen sollten. Das vielleicht auch mal andere Arten, aber ich weiß aber nicht, ob es das hier gibt. Keine Ahnung, ob das überhaupt geht. Hier. Was machst du? Warum? Nichts. Nein? Nee, du übernimmst wieder. Ich übernehme wieder. Übernehmen. Klack. Wollen wir ein Männchen raus und noch ein Weibchen rein? Weil ich finde die Herde mit drei Männchen ein bisschen groß. Ja, aber dann ist es ein bisschen Rivalenkampf ist doch auch schön. Wollen wir noch einen Tiger mit rein? Ich will wissen, ob das geht. Ob da vielleicht... Ein bengalischen Tiger? Wobei ich glaube nicht, dass sowas geht, oder? Ne, wir lassen es jetzt mal und vielleicht weiß es einer von euch. Schreibt es einfach mal rein, in die Kommentare meine ich. Ob man da irgendwie jetzt zum Beispiel jetzt wie... Ein Säbelzahntiger. Löwen und Tiger kreuzen kann. Oder zum Beispiel ein Tiger und ein Säbelzahntiger. Nein. Ich habe vergessen. Ah, gut, Rechtsklick. Okay, also du möchtest drei Herren und drei Damen. Genau, und zwar und aus dem Grund, dass wir haben hier einmal Simba. Wir beide müssen jetzt dann diskutieren, ne? Das ist dir klar. Ja, diskutieren wir was? Über die Namen von den zwei Lannister-Löwen. Nö, die gibt's schon. Nein. In meinem Kopf gibt's ja schon. In deinem Kopf. Das ist schön für dich, aber ich habe ja auch meine Lieblings-Lannisters. Tarek, schau mal kurz. Passt du? Ja. Tarek. Perfekt. Ja, super. Gut, dann haben wir noch... Na, Selminia. Wen haben wir noch? Was? Wen haben wir noch? Nala. Die Nala. Genau, du bist beim Mädchen. Ja. Nala und Layla. Aber die richtige. Genau. So müsste geschrieben werden, oder? Kurz nachschauen. 1, 2, 3, Pump, passt. Perfekt. Genau, so. Es gibt zwei Lannister. Simba, die... so. Natürlich. Du bist ja fix. Hier ist der Simba. Alter. Und weißt du, wer das wird? Moment. Erst drüber reden. Du kannst dich einfach bestimmen. Wetten wir? Ja, du kannst bestimmen. Ich habe es gewusst. Also, er liebt ihn nicht, jetzt mal ganz ehrlich. Tyrion Lannister, ja. Hammer super. Typ. Und dementsprechend fehlt für mich auch das Schöne ist, also ich mag diesen Charakter wirklich. Ich auch. Warte mal. Ich möchte rausfinden, ob wir beide denselben machen. Okay, gut. Du sagst jetzt, du beschreibst ihn nicht, sondern du erzählst deine Eindrücke von diesem Charakter. Ich gebe dir ein Wort. Okay. Böse. Ja, wir meinen denselben. Also sie ist blond. Möglich. Und seit kurzem ganz kurze Haare. Möglich. Und sie ist schon mal nackt durch eine Stadt gelaufen. Wer ist das noch nicht? Auch wieder wahr. Ja, wir meinen dieselbe. Ja. Die Cersei. Auf jeden Fall. Genau. Ich finde sogar, Cersei ist einer der besten Charaktere überhaupt. Und warum? Jetzt hätte ich gerne deine Begründung dazu. Meine Begründung ist, weil sie nicht rein böse ist, sondern sie hat ihre... Sie schützt ihre Kinder. Das ist ihr Ziel. Sie stellt ihre und Kinder sie macht über das, alles. Genau, und sie macht das aber... Sie ist nicht dieses machtgierige Böse, sondern sie ist dieses... Ja, sie ist diese Mutter, die ihre Kinder schützen will. Und das über jeden Preis. Und sie geht halt dabei auch über Leichen. Und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, das macht einen guten Charakter aus. Also, warum ich Cersei so gut finde, ist, weil einfach die Sympathiesteuerung in ihr einfach super durchgeführt ist. Das heißt, also, ich muss sagen, das ist was, das kann
für meine Begriffe Game of Thrones mit am besten. Einfach heute wirklich zu sagen, für mich das beste Beispiel für Sympathiesteuerung ist eigentlich Jaime Lannister. Weil Jaime Lannister, der eigentlich hier auch fehlt, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil Jaime Lannister ist für mich der Charakter, der in der Serie bis jetzt die meiste Wandlung drin hat. Das ist jetzt gerade voll langweilig für die Leute, die Game of Thrones nie gucken. Ja, gut, okay. Gut. Ja. Passiert. Ja, muss ich dir zustimmen. Also Jaime Lannister ist auch ein toller Charakter. Und zwar einfach aus dem Grund, weil man am Anfang sich denkt, naja gut, ist halt ein hochnäsiger hier Bruder von Königin, bla blubber und. Und danach denkt man sich, ja gut, ist halt hochnäsig, gut, stört mich nicht weiter. Ja. Dann auf einmal wird er zum Riesenarsch. Ja? Und aber trotzdem irgendwie dieser schillernde Held. Teilweise. Ja, eben nicht. Ja, in so bestimmten Momenten aber doch. Ja, wo das, man sich das, denkt... Nein, das kommt schon wieder meiner Meinung nach um einiges später. Ach so, von zeitlichen her gesehen. Ja, ja. Ja, er macht halt seine Wandlung. Ich finde auch, Jaime Lannister ist einer der Charaktere, die größte Wandlung in der Serie durchgemacht. Sag ich ja. Das ist immer wieder von ist mir egal, zu hin zu oh, geht mir voll auf den Sack, bis hin ich hasse ihn und dann oh ja, eigentlich ist er doch gar nicht so übel. Ja, 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 das stimmt. Das ist so, finde ich, echt das richtig Schöne an diesem Charakter. Stimmt. Dass da so viel Wenn man das mit Joffrey vergleicht, Joffrey hast du am Anfang gehasst, hast du in der Mitte gehasst und am Ende gehasst. Aber du musst auch einen Charakter so gut machen, dass man ihn durchgängig hasst. Ja, ich will das ja auch nicht abwerten, nee, um Gottes Willen. Aber er war ein Charakter, den du von Anfang, er war ja auch drauf gedrillt. Also die Rolle Joffrey ist ja auch, dass man ihn hassen muss. Also jeder Mensch, der sagt, ja, der ist sympathisch, der sollte wirklich ganz dringend zum Arzt gehen. Aber Jamie ist so ein Typ, der hat seine Fanbase. Die sagen, er ist ein arroganter Schnösel. Er hat aber auch die sagen, er ist der eigentlich eine verdammt schwierige Kindheit hatte und deswegen auf die schiefe Bahn, sozusagen schiefe Bahn gekommen ist. Und dann hat er noch gibt's noch die Fraktion, die sagt, eigentlich ist er ein guter Kerl. Ja. Kann man jetzt... Es gibt halt verschiedene Arten, wie man sehen kann. Joffrey zum Beispiel ist jemand, den man hassen muss. Ne? Und manche werden mich jetzt hassen, um Gottes Willen, ich traue mich das fast gar nicht zu sagen, aber zum Beispiel Jon Snow ist für mich mit einer der langweiligsten Charaktere. Muss ich ganz ehrlich sagen. So wie ein Pau-Pau-Baum? Pau-Pau-Baum. Pau-Pau. Pau-Pau. Finde ich super. Ich mag die Rolle, ich mag die Geschichte um Jon Snow herum, ich mag die Mauer, ich finde das alles gut. Aber im Vergleich zum Beispiel zu Jaime finde ich ihn eher... Stinkt da ab. Langweilig. Nee, muss findest, ich ganz ehrlich findest sagen. Findest du? Ja, eher im Vergleich. Wenn ich natürlich davon ausgehe, dass die Nachtwache und von der ganzen Story, vom allgemeinen Gesichtspunkt her, ist Jon Snow eine hammergeile Rolle. Keine Frage, um Gottes Willen. Ja. Aber von der Charakterentwicklung her. Jon Snow war von Anfang an sympathisch. Schon immer. Jon Snow war mir von Anfang an sympathisch, ja, war mir in der Mitte halt sympathisch, so später... Am Anfang so der Outsider im Sinne von das ungeliebte Kind. Ich muss aber sagen, ich finde gerade wirklich jetzt in der jetzigen Phase, und da muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich nicht spoilere. Okay. Muss ich sagen, finde ich es super, super interessant, was jetzt in der nächsten Staffel mit ihm passiert. Ja, okay, ich bin bei jedem Charakter gespannt, was passiert. Nee, aber da muss ich sagen, da hat es einfach im letzten Teil doch eine Wendung gegeben, die ich einfach super fand. Ja, stimmt. Also dieser Teil ist sehr Game of Thrones-lastig. Wir entschuldigen uns jetzt schon mal dafür. Wir machen ja auch den Teil zu Game of Thrones. Ja, genau. Also deswegen muss man sich ja auch also ein bisschen... Also in den nächsten Folgen wird es oft um Game of Thrones gehen. Wird es? Ja. Die Frage ist, was wir als nächstes hier an die Seite hier machen. Ich habe keine Ahnung, weil es gibt eigentlich keine Tiere mehr. Drachen können wir so nicht leisten. Naja, wir könnten mal schauen, vielleicht doch. Ja, dann bauen wir halt an einer anderen Ecke, weil das ist so schlimm. Nee, aber ich hoffe, das ist für euch da draußen nicht allzu schlimm, wenn wir ein bisschen über Game of Thrones reden. Nur ganz kurz nochmal, dann lassen wir das Thema erstmal auch. Was? Vorläufig, wir werden es heute bestimmt nochmal aufgreifen. Bestimmt. Wenn man sich jetzt die Häuser so ansieht, ne? Also Targaryen, ja.
die Lannisters, die Starks. Die Zucchinis. Was? Was? Ich stelle mir gerade unser Wappen vor. Oh Mann. Sieht bestimmt lustig aus. Ja, voll. Das Haus der Zucchinis. Ganz ehrlich, jeder von uns hat eigentlich, möchte ich behaupten, so seine Favoriten. Im Sinne von? Also im Sinne von, ja, in diesem Haus wäre ich gern. Das ist so, du hast so die Lannisters, so mit dem, so ein bisschen, die Lannisters sind verdammt reich, verdammt mächtig. I'm rich, bitch. Aber wenn du mal ehrlich bist, meiner Meinung nach, wenn du bei den Starks aufwächst, hast du mehr so ein bisschen, so, ja, das Urige, weißt du, so ein bisschen zusammensitzen, abends bei ein paar Krügen Bier und so ein bisschen... Die Lannister sind eher die Weintrinker, die Starks sind für mich eher so die Biertrinker. Ja? Ja. Und so, ich weiß nicht, so vom Feiern her, Lagerfeuer und gemütliches Beisammensein, verbinde ich halt eher mit den Starks. Ja, gebe ich dir recht. Und da hat ja jeder von uns so ein bisschen seine Vorlieben. Und wo würdest du dich, in welches Haus würdest du dich einbringen? Jetzt nicht von dem Gesichtspunkt aus, da wäre ich gern. Oder da sehe ich mich. Was mir einfach so von deinem Charakter her. Von der Lebensweise einfach am meisten zusagen passt. Würde. Ja, genau. Was passt dir da am besten? Oder wo würdest du dich eher sehen? Bei den weißen Wanderern. Ja, das ist sowieso nein. Klar. Da sind wir beide dann. Aber nein. Im Inneren tot, eiskalt und leer. Ja, sind wir bestimmt. Schwierig, ne? Ja, also gerade vor allem das Ganze hier Käfig bauen und nachdenken ist gerade ein bisschen schwierig. Ich merke schon, du fängst schon das Schwitzen an. Da bin ich, apropos Schwitzen, können wir gleich mal hier... Heizung, wunderbar. Mal ordentlich einheizen. Denk an die, erstens mal Tore und denk auch an die Werber. Ich hätte hier mal ein bisschen. Wir haben doch hier alles noch. Achso, der wird wahrscheinlich nicht reichen. Na, glaube ich. Müssen wir hier wahrscheinlich nochmal was machen. Genau. Ja. Ja, lass mich überlegen. Also ich stelle die Frage mal ganz kurz und knackig. Lannister, Starks oder Targaryen? Gut, es gibt noch andere Häuser, aber... Das ist mir für diese Gewichtigkeit, ja, zu wenig. Zu wenig? Ja, zu wenige Möglichkeiten. Ja gut, es sind aber die größten Häuser, ne? Es sind die größten, das ist richtig. Gut, dann nehmen wir die Nachtwache noch mit dazu. Weil ich jetzt nicht denke, dass so jemand leben möchte, aber gut. Doch, natürlich. Ich möchte keusch leben und ja, gut, gut, glaubt mir eh keiner, lass was. Nee, kauft dir keiner ab. Wir haben die ganze Folge zu Game of Thrones gequatscht. Warum ist die schon vorbei? Fast. Oh Gott. Und wir haben hier noch unser Löwengehege Ein bisschen, und so. Ein bisschen. Und, Hilfe. Zumindest deine Antwort möchte ich noch. Oder? Meine Antwort. Das bleibt ein Geheimnis. Nein, lass mich überlegen, was wäre denn für mich so das Haus? Also ich sehe dich schon in einem Haus. Oh, aber ich sag's das ist nicht. Interessant. Ja, aber müssen wir auf jeden Fall danach abgleichen. Ja, kann ich ja. Können wir machen. Also. Ich möchte jetzt auch nicht vorgreifen. Wäre aber auch interessant. In welchem Haus ich dich sehe? Ja. Okay, dann pass auf, wir sagen gleichzeitig, in welchem Haus wir den anderen sehen. Okay. Okay, drei? Achso, ich dich? Du mich, ja. Okay. 3, 2, 1, Targaryen. Gut, Lannister, warum Lannister? Weil du ein Charakter bist, du bist ein Mensch. Weil ich ein Arsch bin, sagst du? Nein. Hey. Nein, ich weiß. Tyrion, ich vergleiche dich eigentlich sehr mit Tyrion. Weil? Weil er kleinwüchsig ist, nein. Gott. Nein, weil ja. Tyrion... Reicht schon hier, dass du irgendwelche Waldemar Dieters hier mobst. Ja, jetzt musst du hier auch noch... Waldemar, ja. Genau, ja. Jetzt schau, hast du schon wieder vergessen. Was? Ja, genau. Waldemar Dieter? Ja, du mobst Waldemar Dieter. Ja, ich hasse Waldemar Dieter. Hey, das ist gemein. Ich bin gemein. Nein, warum... Ja, du passt zu den Lannisters. Warum... ich finde, der Tizzy... Oh Gott, jetzt muss ich schleimen. Boah, aus, raus. Oh, geil, oder? Der Tizzy ist ein herzensguter Mensch. Oh. Und hat meiner Meinung nach vieles in seinem Leben durchgemacht, was er nicht hätte durchmachen müssen. What? Ja, bin ich irgendwie der Meinung. Und
Ja, das ist so, das vergleiche ich, das lege ich halt so ein bisschen an Tyrion an, weil Tyrion ist auch ein verdammt guter Mensch, ja, und hat eigentlich alles Glück der Welt verdient, hat es aber verflucht schwer gehabt. Ja, einfach hat das definitiv nicht gehabt, das stimmt, ja. Ja, und ich meine, gut, bei dir ist es jetzt nicht so wie bei Tyrion, aber ich finde einfach, dass du ein herzensguter Mensch bist und vor allem die Lannisters sind sehr, ich sag mal, in diesen Zeiten modern. Sehr luxuriös, sehr modern. Und du bist ja auch eher so der Typ, der, wo du magst Technik, du magst Technologie, du magst Erneuerungen und du bist sehr interessiert an Erneuerungen. Du bist eigentlich an vielen Themen interessiert, wenn es um Politik, Mathematik, eigentlich Naturwissenschaften, eigentlich alles. Was? Geschichte? Ganz, ja. Ganz großes Thema bei dir. Was ja bei den die Lannisters haben ja auch einen sehr großen Stammbaum, wo sie auch stolz drauf sind. Ja, das und definitiv, das ja. Das sind halt alles so Sachen, die ich so ein bisschen mit dir verbinde. Aha, okay. So, und wieso Targaryen? Weil die Folge zu Ende ist. Nein, nein, warum Targaryen? Weil, also, du musst ja auch sagen, Targaryen, welche Targaryen, ja? Also, es gibt ja auch, sag mal, das, für das das alte Haus Targaryen steht. Ja, ja, ja? Genau. Also, da ist ja auch sowohl Aemon Targaryen als auch, also... Der irre König. Hast du schon alles gesagt? Nein. Du hast alles gesagt. Der irre König, passt. Einmal frei, wissen wir Bescheid. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten. Gut, okay. Ja, der irre König. Also, den habe ich jetzt gerade eben zwar nicht gemeint, aber... Ja, lassen wir es einfach so stehen für die Folge. Verbrennt sie alle! Das könnte bei dir auch passieren. Ein bisschen, ne? Reiß den ganzen Park ab! Machen wir alles neu. Alles neu. Bauen wir nochmal von vorne. Genau. Kommt die Viertelstaffel. Okay. Nö, lösen wir in der nächsten Folge auf. Lösen wir in der nächsten Folge auf? Lösen wir einfach in der nächsten Folge. Ich bin so durstig. Willst du mich verarschen? Ich sitze im Wasser. Ja, nee, ist doch alles super. Geht doch alles schön. Alles perfekt, alles gut. Was hältst du denn jetzt einfach mal jetzt hier so als abschließende Worte von meinem Solo-Design? Momentan noch nicht ganz hübsch, weil es fehlen noch ein paar Steinchen. Mhm. Unten fehlt noch ein Unterschlupf. Von meinem designten hier Löwenkäfig. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde es eigentlich ganz cool. Das ist schön gemacht. Wir brauchen noch Unterstand. Mit Eingängen wäre es auch schön. Wäre schöner, komme ich direkt. Machen wir in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten? Hier den da? Hier so? Ja, klar. Plack, direkt ans Wasser. Ja, sehr schön. Wobei, ich muss jetzt gerade sagen, wollen wir in der nächsten Folge... Boah, weißt du, was cool wäre? Ganz ehrlich? Was? Wollen wir aus König der Löwen den Löwenfelsen nachbauen? Oh Gott, das wird nichts. Nein, nein, das wird nichts. Wir lassen das. Entweder es gibt ihn, ja, oder nicht. Weil das, da ist der Wasserfall ein Scheißdreck. Okay. Nein, kannst du, glaube ich, auch von der Systematik gar nicht, weil du müsstest du könntest theoretisch... Du könntest einfach eine Klippe machen und dann von hinten praktisch ein bisschen abgraben. Dass du praktisch so einen Hochlauf hast. Überlegen wir uns mal. Mal gucken. Oh, da ist er. Siehst du ihn? Okay. Okay. Hier kann niemand rein. Da kommt zwar noch keiner rein, weil da noch nichts ist. Ich vergesse es bestimmt bis zum nächsten Mal. Wir haben hier Gärtner, nein. Handwerker, nein. Erntehelfer, nein. Tierpfleger. Wir haben noch gar keine Ärzte, ne? Richtig. Bei uns wird auch niemand krank, weil es den Tieren so gut geht bei uns. Oh ja. Mhm. Das ist wie? Dr. Tizzy Zucchini. Natürlich. Der Arzt, dem die Tiere vertrauen. Mindestens. So. Komm, jetzt. So, komm. Stopp, brauchen wir noch was? Wir haben jetzt hier nur einen Wärter und sonst? Brauchen wir sonst noch irgendwas hier? nett. Vielleicht ein Trainer? Ein Trainer für Löwen und Wölfe gemeinsam? Und das machen wir aber in der nächsten Folge dann. Okay. Okay. Gut, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, von mir auch. Und ja. Ich freue mich auf die nächste Tarek, Folge. Ich hoffe, dir gefällt's. Tarek, liebe Grüße an dich nochmal. Ja. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Also, wir werden jetzt auf jeden Fall noch, ich denke mal, so zwei Folgen auf jeden Fall noch aufnehmen für die Session. Heute noch. Und also, wenn du sagst, du hättest hier noch gerne irgendetwas, kannst du das reinschreiben, aber wir müssen es dann einfach theoretisch nachbauen. Dauert ein bisschen. Ja. Bis wir es erfahren.
zeitlich gesehen und so. Nicht, bis wir es erfahren, sondern bis wir es umsetzen können. Genau, genau, ja, richtig. Ja. Mhm. So, wir haben jetzt endlich auch die halbe Stunde geknackt. Das war das Ziel. Cool. Ja, und in der nächsten Folge erfahre ich, wieso Targaryen. Genau. Gut. Der irre König, ja, reicht doch, oder? Ja, bin ich begeistert, ich danke dir. Nein, du siehst einfach genauso scharf aus wie die Mutter der Drachen. Das ist es. Das wollte ich hören. Okay. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt gut, können wir die Folge beenden. Können wir die Folge beenden. Gut, ja dann. Ich gehe meine goldenen Locken Abschied. Schnell. Die zweite. Ich nehme meine goldenen Locken kennen. Wo hast du die versteckt? Hinter den Geheimratsecken? Ja. Nee, die habe ich mir am Rücken. Die wachsen mir am Rücken. Jetzt. Schön. Okay. Ja, gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Jo, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.